Hallo Welt. Da sind wir wieder. Ich hoffe, wir können das hier essen. Ich meine, wir sind fast am Verhungern. Kokosnüsse gehen ja immer, das wissen wir ja. Mittlerweile. Da können wir ja nie genug von kriegen. Oh, wir bekommen Wasser dadurch wieder? Nicht wirklich, nein. Doch, das hilft auch bei Durst, diese Dinger. Oh, cool. Hey, dann sind die ja richtig gut. Wie heißen die Dinger? Dinger, habe ich doch gesagt. Oh, ja, so gut ist das jetzt nicht. Naja, dann brauchen wir eine Kokosnuss. Das Beste sind sowieso noch Kokosnüsse, scheinbar. So, dann gehen wir nämlich gleich auf Otterjagd. Sollen wir den Meteoriten immer mitnehmen oder immer gleich zwei Stöcke mitnehmen? Nein. Einer reicht. Wir brauchen Glück. Der Meteorit bleibt dabei. Oh. Viel zu schade, die anzugreifen. Wie niedlich die sind. Ich habe doch gewusst, Otter sind irgendwie niedlich. Habe ich doch gesagt. Mach doch! Warum haben wir denn... Ich hab doch gedrückt hier. Ja, wenn man sie direkt angreifen will, dann funktioniert das nicht. Das wäre zu einfach. Oh. Wir müssen vielleicht genau auf den Kopf zielen oder so. Boah, aber der Kopf, der ist zu klein. Egal, wo wir treffen, wir stopfen das doch sowieso irgendwo in den Körper rein. Einer müsste sogar noch einen Stock haben von uns. Wofür war das denn nochmal gut hier? Ich glaube, Magenverstimmung. Ja. Also dann könnten wir auch Salzwasser oder so trinken. Oh. Wir wollen nicht gestört werden. Oh, 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 oh
Wäre es jetzt natürlich nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte. Tja, ja, genau der spitze Stock. Vorbeugen? Ja, vorbeugen. Da läuft er ja. Einer zumindest. Ich glaube, wir haben ihn. Gefürchteter Jäger. Einen afrikanischen Otter aus dem Miozän getötet. Jawohl. Oh. Das sind aber brutale Zähne. Inspizieren. Sofort. Neuer Nahrungssammelpunkt entdeckt. Kadaver eines afrikanischen Otters. Zerteilen mit dem Meteoriten, das geht. Der kann ja alles. Na, das wird aber nicht richtig sein, das matscht ja alles nur, oder? Nee, wir haben nicht mal Punkte dafür bekommen. So, wir bekommen aber vielleicht auch nicht immer Punkte dafür, weil wir ja schon zerteilt haben. Wir wissen ja schon, wie man zerteilt. Kriegen wir dann Knochen raus? Das hätten wir bei der Gazelle machen sollen. Ja, aber die Gazellen sind ja erstmal schwer zu jagen, oder? Das war aber ein Abenteuer. Ja, der ist leer, der Otter. Oh, so viel Fleisch aus dem Otter rausgekommen. Können wir da so ein Thumbnail vielleicht davon machen? Ich suche gerade den Knopf. Es gab doch irgendeinen Knopf, haben wir doch mal gedrückt. Da war der Hut. Das Hut war ausgeschaltet. Also alles, was man da so jetzt sieht. Ach, egal. Wird schon gehen. Wir finden schon was. Ja, ja. Ach so, wir müssen natürlich jetzt auch ein Stück probieren davon. Nee, erstmal dran riechen. Nicht so schnell. Ja, das ist gut. War das denn nochmal mit dem guten Stoffwechsel? Da gab es doch jemanden.
Also wenn wir genug, was sind das, Algen essen, dann können wir auch Salzwasser trinken. Muss ich mir merken. Das waren zu wenig Algen. Ach, Mann. Naja, einen Otter haben wir geschafft. Das ist doch gut. Ach, wenn es uns so schlecht geht, entweder wir holen uns eine Kokosnuss oder wir trinken ganz viel Wasser oder wir gehen einfach, wir klettern einfach nach oben und gucken, ob wir den Diamanten oder was da oben ist, ob wir den finden. Aber ich sehe schon, wir holen die Kokosnuss. Oh. Da erstmal dran riechen immer. Ja, da geht's uns doch schon besser. Ob wir das schaffen? Oh ja. Aber das kannten wir ja schon, das Steinchen. Oh. Da oben sind so viele Nester. Hier haben wir so viele Eier. Endlich haben wir mal so viele Eier, wie wir wollen. Da sollen wir hin. Ja, können wir doch gar nicht so weit schwimmen. Schaffen wir das? Wir könnten es versuchen in der nächsten Folge. In dieser versuchen wir noch einen Otter zu kriegen, ja? Wow. Oho. Hat das Gebimmel wenigstens auch gehört da oben. Ganz genau, die brauchen wir, wenn wir gegen Otter angehen wollen.
Also manchmal können wir auch anhalten, wenn wir etwas tragen, ohne dabei zu springen. So, jetzt auch. Wo ist denn unser Meteorit geblieben? Wo ist der? Ach, den haben wir schon drüben gelassen, glaube ich. Das sind Steine. So, wer ist der Nächste von euch? Oh, wo ist er hin? Ah, irgendwo, der kommt schon wieder. Also unser Meteorit, der kann ja eigentlich alles. Ob der auch damit klarkommt? Was haben wir denn da? Ach so. Das falsche Ding in der Hand. Den Spachtel haben wir uns geholt. Vielleicht kann man hier aus so ein... Was haben wir denn jetzt schon wieder in der Hand? Nichts. Vielleicht können wir hier doch noch irgendwie eine... Ein Schmuckstück oder so etwas bauen. Nee, geht gar nichts. Geht ja gar nicht. Ja, gut, es ist nass. Es regnet, aber... Ja, vielleicht gehen wir mal da drüben hin und entdecken das. Oder vielleicht können wir das ja von hier aus sogar entdecken. Wir können hier vielleicht rüberspringen, so. Entdecken. Die erodierten Klippen? Echt gut. Erodierte Klippen. Ah. Ja, jetzt ist... Ja, das ist wieder sehr, sehr schade, dass das in der Nacht passiert jetzt. Und bei Regen auch. Ah nein, den kennen wir ja schon. Genau.
Wow. Was war das denn jetzt? Da waren erstmal gleich zwei. Dafür haben wir ja diese Dinger hier. Oh, da können wir jetzt aber viele von essen. Oh, wir haben ja auch viele hier. Das geht schon. Tja, die sind flink. Noch keinen Stock von uns. Stock, komm sofort. Gedulde dich. Boah, vielleicht können wir das verarbeiten noch. Dann wirkt das vielleicht ein bisschen besser. Oh, müde werden wir. Ach was, schon gut. Wo ist unser Stock? Ja. Zwei Stöcke hat er schon von uns. Naja, die Stumpfen, die sind nicht so krass gefährlich. So, vielleicht wenn man stehen bleibt und dann loslässt, dann springt er vielleicht nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Los, schnappt ihr den Otter. Die sind gerade auf dem Felsen. Lass sie nicht entkommen. So, jetzt hat jeder einen Stock von uns. Wo sind sie hin? Oh!
Tja, zwei Stücke reichen nicht. Jawohl, Otterjäger. Ja. Diesmal holen wir uns aber das andere Werkzeug dafür, um den zu zerteilen. Welches das hier? Ach, wisst ihr was? Wir sind gerade so gut dabei. Wo ist er denn? Ach. Die Tiere sind alle schneller als wir. Wir brauchen Pfeile und Bogen. Aber vorher erfinden wir Feuer. Das Feuer und das Rad. Das war übertrieben, jetzt noch mal draufhauen, ha? So, kriegen wir den dritten auch noch. Komm her. Ja, der hat aber nicht viel gelitten. Der Otter. Ach so, wir kommen ja sowieso hierher gleich wieder. In der nächsten Folge werden wir den zerteilen, okay? Wir lassen den Meteoriten mal hier schon mal. Ist das nicht sehr gefährlich? Wir sind sehr gefährlich, wie man gesehen hat in dieser Folge. Eine absolute Otter-Kill-Folge heute. Finde ich gut. Okay, ja, finde ich gut. Naja, man muss ja harmlose Tiere nicht unbedingt töten, aber die wollten uns auch töten. Also, so harmlos waren sie dann doch nicht. Gut, damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.